Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Video am Sie 2. Schön, dass du wieder da bist. Immer noch in Telto. Tada, wer hätte gedacht? Denn es gibt natürlich noch die ein oder andere Linie und natürlich noch den ein oder anderen Bus, den wir hier natürlich zeigen wollen. Hier sind wir mit dem Wuppertaler C2 unterwegs, mit dem Regiobus Potsdam Repaint von Plusbus. Allerdings jetzt heute mal kein Capacity, kein Gelenkbus, nein, der einfache Solobus darf es mal sein. Und dementsprechend wollen wir uns das Ganze hier angucken. Ist schon relativ spät, die Sonne geht gerade unter, 18.50 Uhr oder sowas ist es jetzt mittlerweile. Dementsprechend hoffen wir mal, dass das Ganze hier gut geht und wir dementsprechend ein wenig vorankommen. Los geht's, Motor gestartet, WSW natürlich noch drin, schade. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut. Kriegen wir auch hin. So, 621 ist es und 02 meiner Meinung nach müsste das sein. Schauen wir doch mal. Aber ist ja eigentlich der hier Ziel. Nee, wir müssen nach, da müssen wir hin. So, Ziel Ludwigsfelde Bahnhof. Dementsprechend, 4 Minuten haben wir noch. Und soweit, so gut. So, machen wir noch ein schönes Bildchen davon. Damit das Ganze passt, hier Ludwigsfelde Bahnhof, 621, ich muss mal ganz kurz gucken. Das Telefon ging gerade. Nö, nichts verdammt Wichtiges. 4 Minuten haben wir noch. So, Auslöse, Verkaufsnummer stand hier drüben, ne? 1805. Und die PIN ist 9691. 00. Wunderschön, das haben wir. Dann haben wir das drin, das drin, das drin. So, die Kasse rein. Und dann. Boah, ist das entspannt. Der andere war auch so extrem mit dem Blinker-Sound. Das hat er hier Gott sei Dank nicht. So, 621. S-Bahnhof Teltowstadt auf Revierstraße. Hallo. Ein Manfred steigt ein. Ja, wir fahren natürlich nicht bis nach, lass mich lügen, Ludwigsfelde Bahnhof, sondern wir fahren hier bis Ruhlsdorf. Ja. Weiter geht's ja leider nicht, ist die Karte leider zu Ende. Schade, ja, es ist so viel verstecktes Potenzial. Ja. Deswegen meine ich ja, es wäre halt einfach geil gewesen, wenn man jetzt noch so einen eigenen Telto-DLC machen könnte. Es ist schon wieder unglaublich, es klingelt schon wieder das Telefon. Wo ist dieses Ding? Zu Beginn jeder Folge klingelt dieses Telefon. Unglaublich. Gut, spüren wir eine Minute vor, würde ich sagen. Da haben wir nämlich noch ein paar Fahrgäste, die hier mit wollen. Schön. Nabend. Einen normalen Fahrschein, bitte. Natürlich, ich muss wieder aus der Reihe tanzen. So, Fahrschein. Danke. Ja, bitte. Muss mal ganz kurz Linsen, Lucky Lucky machen, wie wir jetzt eigentlich fahren müssen. Bürgertreff, Ruhlsdorfer Platz, Jahnstraße, Striebe, Tafel, Warte. Ah, alles klar, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay.
Ja, wir müssen warten. Das sieht schon fies aus, oder? Da hinten diese schwebenden Menschen. Geil. Ja, schlimm, ne? Herbst wieder, ja, Herbstanfang und alles was. Jetzt wird es wieder früher dunkel und alles was. Gruselig finde ich das. Gruselig. Wenn du morgens aufstehst, es ist dunkel. Wenn du dann nach Hause kommst, es ist dunkel. Raus hier? Nö, ne? Schon ein nettes Bild hier, ja. Es hat 22 Uhr, sind wir noch lange von entfernt. Schön bei Sonnenuntergang hier. Ich könnte mir schon vorstellen, dass hier 18 Uhr die Bordsteine hochgeklappt werden, hier in Teltow. Halt praktisch wie Dorf halt.
und abfahren. So. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. Straße. Oh, ne. Habt ihr nicht gesehen? Rot-Grün-Schwäche. Bremsen wäre jetzt nicht mehr möglich gewesen. Dann hätte ich jetzt schon voll auf die Eise gehen müssen. Sehen, dass jemand einsteigen wollte. Ja, hier weiß ich, dass sie sowieso keine Rücksicht nehmen. Die fahren einfach. Das sieht schon dämlich aus. Irgendwas scheint da schon wieder nicht hinzu passen. Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Also es ärgert mich dann halt immer an Omsi, so weißt du, dass es dann halt immer irgendwas ist dann schon wieder kaputt, ja, dass du jetzt schon wieder auf die Suche gehen musst. Grüezi.
So, die Bremer Straße. Ja, das mache ich halt. Du bist in Berlin, fährst dann, weiß ich, hier in Teltow und auf einmal, ehe du dich versiehst, bist du hier draußen mitten auf dem Land, ja? Richtig geil. Solche Linien müsste es meiner Meinung nach mehr geben. Wenn ihr da zum Beispiel irgendwelche Linien kennt, dann lasst mich das gerne wissen. Ich würde es mir mega gerne angucken. Genau auf sowas stehe ich halt. Du hast so eine schöne Stadt, ja? Dann fährst du so ein bisschen raus, dann hast du so einen kleinen Vorort, dann sage ich mal, ja? Und wenn du dann weiterfährst, bist du auf dem Land, ja? Mega geil. Mega geil. Stehe ich voll drauf. Die 625 sind wir schon gefahren, ne? Gekoppelt mit der 626. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Fahrgäste drin haben. Ja, haben wir noch. So, 6:25 fährt hier noch. Sehr schön, Leute. Dann haben wir jetzt Pulsdorf. Und damit endet dann auch diese Fahrt. Genial, hat Spaß gemacht. Mega, mega Spaß gemacht. Also Teltow ist, wie gesagt, immer noch eins meiner absoluten Favoriten. Sei es jetzt nun in X10 oder Berlin BRT. Es kommt irgendwie gefühlt nichts an Teltow ran. Ja, also wenn ihr eine Karte kennt, die genauso aufgebaut ist, so ein bisschen wie Teltow, also nicht genauso aufgebaut, aber so dieses gleiche Feeling erzeugt, ja, dann schreibt mir es doch gerne mal. Das ist genauso wie das gleiche mit Berlin Buch, ja, auch großartig. Aber da sitzt mir noch ein bisschen zu wenig Linien. Hier hast du ja halt so, ne, die ein paar Linien, die du fahren kannst, gerade 601 X1, großartig. Beste Linie ever, in meinen Augen. Ja, aber mehr
dazu später irgendwann die Tage. Auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich, dass du wieder dabei warst und mit mir hier durch Teltow gegondelt bist. Ruhlsdorf, sondern hast du scheinbar schon nach vorziehen. Oder auch nicht, denn er sagt nicht, wo Ende im Gelände ist. Naja, angekommen sind wir ja in Ruhlsdorf. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt hier der Terminus sein soll. Naja, spielt auch nicht wirklich eine große Rolle. So Leute, aber das war's wieder von einer weiteren Folge. Wir werden uns jetzt in der nächsten Folge mal wieder eine andere Karte widmen. Ich wollte halt bloß mal ein bisschen Teltow noch mal weiter ausbauen, damit ich halt wirklich sagen kann, ich habe komplett X10 gezeigt, ja, so ein X10 Addon. Außer die Nachtlinien halt, aber ich glaube, die Nachtlinien sind eher unspektakulär. Genau. Tagsüber haben wir dann, wie gesagt, die ganzen Teltower Linien gezeigt. Und ja, eigentlich denke ich mal, sind wir eigentlich mit Berlin X10 halt komplett durch. Endlich, nach vielen, vielen Jahren haben wir es endlich geschafft, alle Linien zumindest mal abzufahren. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Vielen Dank nochmal für die ganzen tollen Repaints hier von Regiobus Potsdam. Ja, das war natürlich eine richtig geile Sache. Ja. Wenn ich es vergesse, verlinke ich euch die Seite, da könnt ihr euch dann die ganzen auch runterladen mit dem Plusbus und allen drum und dran. Und sonst, ja, verabschiede ich mich jetzt bei euch, bedanke mich, dass ihr dabei wart, sage tschüss und bis dann. Tschüss.